Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. So, wir haben direkt hier Gegner aufgescheucht, wie es scheint. Schauen wir doch mal vorbei. Da hinten haben wir ein paar. Vielleicht können wir dich ja schon mal anlocken. Na, der war zu kurz. Dann komm du mal her. Das scheint so. Na komm. Nummer 1. Und dann holen wir den hier mal noch. Na du, Patron? Oh. Ja. Sind ein paar Gegner da. Dann wir müssen darüber, wie es scheint. Weiß nicht, können wir die vielleicht mal ignorieren fürs Erste? Und dann den Moloch mal platthauen. Wenn der mal in Reichweite bleiben würde. Danke. Ja, können wir tatsächlich. Das da scheint aber auch irgendwie noch bewacht zu sein. Die spielen ein bisschen miteinander. Okay. Ich schätze mal, wir müssen da rein. Na dann, kommt mal her. Na komm, komm. Ja komm. Ja, wer ist eine feine Kristallratte? Die sich nicht treffen lässt. Ich weiß ja nicht. Dann danke fürs Mitnehmen oder für euer Zeug. Ja. Ich schätze mal, wir hauen die dann doch noch platt. Jetzt müssen wir die hier auf der Ecke. Du bist aber relativ alleine, kann das sein? Das Scheißvieh sucht Ärger. Tun die doch meistens. Macht unser Bogen mittlerweile so viel Schaden? Interessant. Du hast hier schon ein bisschen aufgeräumt. Hier diese fiesen Tiere zerlegt. Da ist der auf Ärger aus. Oh, das ist sogar eine ganze Menge. Sollte ich vielleicht noch mal heilen? Was habt ihr denn da oben für eine Waffe? Die sieht relativ übel aus. Hau bitte auf diesen Gegner, der anvisiert ist. So, Nasty wird sie wahrscheinlich gleich zerlegen, schätze ich mal. Du hältst sie aber noch ganz gut. Gar nicht mal so schlecht. Okay, hat er doch gut geklappt. Freut mich. Nee, ich wollte hier plündern. Oh, Commander Kartex. Dann hast du wohl so rumgeballert hier. Haben wir aus Versehen schon einen Commander zerstört. So ein Pech aber auch. So, Schneeklaue noch mitnehmen. Und nun? Diese Bunker sprechen nur eine Sprache. Wer es nötig hat, sich darin zu verkriechen, drückt sich vor einem Kampf. Na, wenn du meinst. So, noch einen kleinen Heiltrank und da haben wir die Drüse. Das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Hoffe ich doch. So, und auch eine neue Stufe. Sehr schön. Dann steigen wir doch direkt mal auf 14. Das heißt, ja, ich glaube, ich werde das halt echt mal ein bisschen in Stärke reinballern. Ich glaube, das ist ja so das Einzige, wo ich noch
Oder wo ich jetzt erstmal was bräuchte. Haben wir noch einen Trank da? Zwei Lernpunkte. Nahkampfwaffen könnten wir auch weitermachen. Sehe ich gerade. Sehr schön. Und die Fernkampfwaffen auch zumindest einen Schritt. Müssen wir mal zum Kampflehrer noch gehen. Ist denn hier in der Nähe noch irgendwas? Da wäre halt noch so ein Ding. Ich glaube, dann können wir aber auch Steuerdüse. Und wie gesagt, ein Commander haben wir. Wo sind denn die anderen? Ach, die sind auch hier direkt um die Ecke. Ja, dann können wir über die Dings dahin. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Zum nächsten Kampflehrer. Genau, Cormac. Dann möchte ich gerne mal meine Fähigkeiten einsetzen. Sind meine Lernpunkte in Fähigkeiten umwandeln. So rum. So wird ein Schuh draus. Achso. Bring mir etwas was bei. Was willst du? Ja. Gut, Nahkampfwaffen bitte. Wieso geht das denn nicht, sag mal? Ich habe da die Voraussetzungen. Ich habe zwei Lernpunkte und... ach, ja, stimmt, genau. Ich habe es ja nur über... Das war's, ich erinnere mich. Der Ring. Ja, ist neue Aufnahmesession, von daher. Dann die Steuerdüse nochmal und geben die mal ab. Mal gucken, was wir dann zusammengebastelt kriegen. Da haben wir den Gleiter ja schon mal fertig. Oh, habe ich noch nicht geplündert. Vielleicht können wir auch wieder verkaufen gehen. Mal schauen. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja. Aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Hm, vielleicht aber auch nicht. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alpkommander in Xarkor kümmern. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Wann geht's denn endlich mal los? Ja, alles klar. Wir haben doch die ganze Zeit schon Action gehabt, Mädel. Gut. Dann... Aufträge bitte. Erlösung, ja. Da müssen wir halt einfach warten. Eispalast, der letzte Flug. Ja. Dann müssen wir jetzt echt nur noch die Commander erledigen, wie es aussieht. Okay. Tun wir das doch mal. Also, da wären noch zwei. Ich glaube, ich fange mal hier an und werde mir dann quasi den Weg dadurch kämpfen. Mehr ja, oder weniger. Das sieht gut aus. Mehr davon. Ja, ja.
Ey, da. Ja. Gehen wir mal gucken, was da für Zeug rumliegt und wird direkt angegriffen. Frech. Hatte ich nie einen Heiltrank? Einen kleinen Heiltrank, ja. Elex-Trank. Guck mal, da haben wir doch noch welche. Dann hau ich mir die gerade noch rein. So, dann können wir das nämlich noch eins hochschaffen. Und noch eins sogar, prima. Dann können wir ja hoffentlich bald mal unsere Fähigkeiten einsetzen, die neuen. So, weiter geht's. Genau, direkt vor uns müssten jetzt zwei sein. Ach, die sind wahrscheinlich hier in diesen Bunkern drin. Du ballerst hier schon eine Runde, okay. Warum nicht? Ja nicht so viel Schaden genommen, aber das war ja auch zu erwarten. Du machst tatsächlich mittlerweile mal Schaden, habe ich den Eindruck. Sehr gut. Das gefällt mir doch. Dann warte mal, holen wir den vielleicht mal noch ran. Stirb. Tja, wäre es jetzt nicht hochgeflogen, wäre es beim ersten schon draufgegangen. Aber das, ja, das ist halt echt beschissen als Nahkämpfer, wenn die halt in die Luft gehen. Könnte ich zwar wahrscheinlich theoretisch auch, aber... So, schlucken wir noch ein bisschen. Und dann können wir da hinten hoch. Schauen wir uns die Gegner mal an. Na, wie geht's so? Nicht mit Fernkampf. Aua. So, der wäre weg. Da wäre der nächste Commander. Wir kriegen aber auch ordentlich Schaden. Ne, wir kriegen zu viel Schaden hier. Der Kollege will mal wieder nicht trinken. Hau bitte zu. So, die Suppe. Und noch zwei Burger. Zwei Burger. Mir reicht's. Meinst du? Mir glaube ich langsam auch. Genau, so, dann hau die bitte mal platt. Scheinen ja noch ein paar hier rumzulaufen. Ah, ja. Na gut. Wie gesagt, so langsam bist du gar nicht mehr so verkehrt, meine Liebe. Da wäre halt noch so ein Alp. Noch mehrere. Hier ist aber nichts von Interesse. Dann haben wir halt ein paar Alps platt. Na gut, Kampfmaschinen halt. Auch okay. Hier haben wenigstens keinen Fernkampf. Das ist mir immer deutlich lieber. So, dann vielen Dank dafür. Hier ist tatsächlich auch nichts Interessantes. Holen wir uns mal noch den nächsten Commander. Speichern. Na guck mal. Hat jemand Elixit liegen lassen. Sowas aber auch. Oh, da sind noch ein paar Gegner.
Wusch, wusch, wusch. So, bitte nicht allzu viel Fernkampf. Genau, Nahkampf. Das ist doch eher was. Ich gehe aber gleich drauf, so wie das aussieht. Der macht jetzt wieder seine Angriffe nicht. Okay. Heilen bitte. Aua. Ja. Was soll man dazu sagen? So ein bisschen muss ich die halt doch noch einzeln rausziehen, wie es aussieht. Also reinrennen und alles platthauen ist leider nicht möglich. Wäre es dann jedoch sinnvoller, von unten zu kommen. Dass wir die nicht direkt alle auf einmal gegen uns haben. Nummer 1. Genau, dann kannst du nämlich mal rauskommen. Und ihr hört hier mit dem Fernkampf auf. Und lasst euch bitte platthauen. Nesti, ich bräuchte Hilfe. Nesti, ich bräuchte Hilfe. Tu doch mal was für dein Geld. Ja, aber so geht es zumindest mal besser. Steck halt immer noch zu viel ein, leider. Aber bessere Rüstung gibt's glaube ich nicht. Ich müsste halt mal die Rüstungswerte irgendwann nochmal hochsteigern. Okay, die werden weg. Dann gehen wir nochmal in Deckung, heilen. Und jetzt haben wir euch ja mehr oder weniger auf Nahkampf und kriegen halt wieder ordentlich die Fresse. Lauf, heilen. Gut gemacht. So. So soll das eigentlich funktionieren, Nesti. Du lenkst ab und ich hau dann drauf. Damit hätten wir jetzt schon mal zwei Commander erledigt. Vielleicht nochmal kurz reingucken, ob es da was Interessantes gibt. Aber es scheint mir nicht so. Nö, so toll scheint das nicht zu sein. Dann, ja, gehen wir mal noch zu dem Konverter. Schnappen uns den nächsten Commander. Der sollte dort dann sein. Oh, eine Drohne. Wie überaus nett. Hm. War ich in dem Haus eigentlich schon? Ich glaube ja nicht. Das sieht mir noch relativ bewohnt aus. Ändern wir das. Hast du etwa gerade geblockt? Wie frech. In der Tat. So, da haben wir noch einen Eisschnabel. Komm her. Dass sie immer noch Schaden macht. Nehmen wir das Zeug noch mit. Und dann schauen wir uns das Häuschen mal an. Wäre vielleicht ganz schön, wenn hier auch ein Bett ist. Dann müssen wir keine Heiltränke verschwenden. Mal schauen. Oh, da wäre sogar Elektroschrott gewesen. Na komm. Ja, damit. Doch schon alles zugeschneit hier. Oh, hi.
Das hätte eventuell, glaube ich, böse enden können. Ah, kleiner Heiltrank. Obwohl die eigentlich so gut wie nichts mehr bringen. Mittlerweile. Der Hammer. Na? Ein Abschiedsbrief. Gutes Messer. Hat jemand die Matratze erstochen? Ups, aber leider keine Möglichkeit, sich hier irgendwo hinzulegen. Na gut, dann sammeln wir hier noch ein wenig ein. Eins, zwei, drei. Zu einfach. Ja, das ging. Dankeschön. Was steht denn im Abschiedsbrief? Anweisung schreiben. Wo auch immer das herkam. Mein Werk ist vollbracht. Ich habe alles erreicht, was ich schon immer tun wollte. Jetzt empfange ich das Ende mit offenen Armen. Meine vier Schönheiten werden mich drüben erwarten. Lebe wohl. Ah. Alua Akbar. Verbotenes Tagebuch. Mhm. Ich habe herausgefunden, dass unsere Leute bereits sehr früh Experimente mit Elex durchgeführt haben. Von wem ist das denn? Ah, das haben wir wahrscheinlich aus dem Archiv mitgenommen. Der graue Tod, ja. Reizheitsschlag, Kopfschmerzen und im Endstadium ein Hirnschlag. Alles klar, natürlich das Wachstum, das war dann mit den Dingern. Der Geschichtsband. Mhm. Arvids Lehren, ja. Irgendwelches göttliches Geschwafel. Wie gesagt, ihr könnt ja mal kurz Pause drücken, wenn ihr möchtet. Und wir versuchen mal den Tresor zu knacken. Können wir nicht. Steht denn vielleicht irgendwo der Code? Hier wären noch ein paar Messer oder zumindest eins. Was ist denn gerade hier los? Spiel. Ruckelt dann doch etwas mehr als gewöhnlich. Nö, nach Code sieht das hier aber nicht aus. Okay, jetzt wird's lustig. Leider hat auch kein Schlafplatz. So wie das hier aussieht. Das heißt, wir müssen uns doch hochheilen. Oder ist hier noch irgendwas in der Nähe von Interesse? Haben wir jetzt hier mal alle Sachen abgefrühstückt? Jetzt aber. Und der Setzling von Thorald. Gut, ja komm, den kleinen Heiltrank. Ein bisschen Asselfleischteller. Und sogar noch einen Eintopf. Das sollte ja reichen.
Gut, da wäre der nächste Commander. Dann schauen wir doch mal. Hallo? Genau, bitte möglichst viel in den Nahkampf. Ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Aber ich könnte vielleicht ja auch mal die schweren Geschütze hier auffahren. Moment, das ist nur ein Alpsoldat. Für den nicht. Aber hier. Nun guck mal. Hey, der hat doch getroffen, der Schlag. So, der nächste Commander erledigt. So. Plündern, plündern, plündern. Dann gleich nochmal hochheilen. Und dann fehlen noch die letzten beiden. Machen wir... Ja, komm, das machen wir, glaube ich, auch noch gerade in die Folge hier mit rein. Machen wir sie notfalls halt wieder ein bisschen länger. Aber das sollte ja passen. So, noch mehr Elektroschrott. Aber ansonsten... Ja, sieht ja relativ gut aus. Ja, komm, ein Burger mal noch. Die Konservendosen. So. Werden wir das Zeug auch mal los. Dauert jetzt halt ein bisschen länger mit dem Heilen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir hier direkt schnell reisen, oder? Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann kannst du mal weg. Und wir fangen vielleicht mit dem hier mal an. Der ist ja auch am nächsten. Der Commander. Okay, so unglaublich viel Schuss haben wir damit nicht mehr. Aber vielleicht reicht es ja noch. So, dann genau, lenk du mal ab. So ein böser Kampfkoloss. Nicht hochfliegen. Ist ja richtig viel los. Ist halt leider echt nicht schnell mit der Waffe. Na komm. Ich muss doch wieder heilen. Hi. Hau bitte zu. Es dauert halt echt, diese Scheißaktion dauert viel zu lange. Geile Gegend. So, speichere ich jetzt mal. Dann plündern wir noch einmal hier durch und holen uns den letzten Commander. War das alles soweit? Ich glaube schon. Ich glaube, die lasse ich. Es ist mir gerade nicht wert. Ich warte hier. Ja, ja. Kalt, kalt, kalt. Vielleicht nochmal ein Burger. Oder zwei. Und eine Suppe.
Und dann holen wir uns nur den letzten hier. Und dann können wir auch die Folge wieder beenden. Ich glaube, diesmal ist hier auch kein Koloss. Dafür welche mit Feuer. Tja. So, wie sieht's aus, meine Liebe? Wird das was? Ich glaube, da können wir ja auch mal hier reinballern, oder? Oh, da kommt doch was Großes. Warte, dann gehe ich einfach mal hier rein. Das war jetzt nicht so nett. War nicht so schlau, glaube ich. Okay. Dann müssen wir die noch platt hauen. Okay, du hast zumindest noch gut abgelenkt, meine Liebe. Wenn du jetzt mal auf den Kampfkoloss hauen würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Na, du hast dich tatsächlich gut geschlagen diesmal. Kennt man ja gar nicht. Okay. Dann plündern wir euch noch ordentlich. Juhu, Geizhals. Freigeschaltet. Was haben wir da noch drin? Drei wäre zum Beispiel kleiner als eine 8. Das wäre größer als eine 5. Das wäre größer als eine 1. 8 stimmt, 5 ist an der falschen Stelle. Dann probieren wir doch mal 5. 6 und 4. Jawohl. Dann packen wir da eine 7 rein. Mehr bleibt ja auch nicht mehr übrig. Gut, das wäre dann das. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.